der, der alles wagt, der, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist John, Chaka Chan, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht, der, der tückisch ist, der kein Schisser ist und der hält, was er verspricht. Das ist John, Chaka Chan, Chaka Chan. Heute geht es um ein Kleidungsstück. Aber um welches? Socken. Nee, war's nicht. Sweatshirt-Jacken. Auch nicht. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Es geht um Kopfbedeckung. Und von denen gibt es ganz schön viele verschiedene. Hüte, Mützen, Kappen, welche zum Schutz und welche zum Schmuck. Wer was trägt und warum, kläre ich für euch. Hier kommt der Was-auf-den-Kopf-kann-Check. Und jetzt kommt die Checkliste. Wo habe ich mir denn nur wieder meine Fragen notiert? Hey, das ist ja meine Sonnenbrille. Die suche ich schon ganz lange. Aber wo sind die Fragen? Ah, jetzt weiß ich's wieder. Bei den Hüten. Ach so. Welcher Hut heißt wie eine Frucht? Wie macht man einen Hut mit drei Ecken? Und? Wer gab früher Puder auf die Perücke? Alles klar? Das check ich für euch. Los geht's in Regensburg. Da lebt einer, der sich ganz besonders gut mit Hüten auskennt. Hutmacher Andreas. Hey, hi, du bist der Andi. Ja, servus. Hi. Hallo. Du bist Spezialist für verrückte Hüte. Ich bin Spezialist für verrückte Hüte. Ich mache die Hüte alle selber. Du machst die selber? Ich mache die selber. Und zwar ganz verschiedene. Für Soldaten, für Jäger, für Damen. Aber jetzt ist Zeit zum Fragenchecken. Es gibt die unterschiedlichsten Hüte. Vom Zylinder über die Melone zum Doktorhut. Melone? Ne Melone. Halt, das war doch eine Checkerfrage von mir. Welcher Hut heißt wie eine Frucht? Ich zeig das. Ganz was Tolles. Kommt aus England, wird getragen zum Frack. Ganz was Schönes. Ein Frack ist ja so ein Anzug. Ja, ein Frack ist ein Anzug. Schau mal, wie toll der passt. Man kann mit einem Hut komplettes Aussehen eines Menschen verändern. Was ist denn das Besondere an so einer Melone? Das Besondere der Melone, der Rand ist hart. Ja. Der Rand ist verstärkt durch ein Einfass. Früher war das ja eine Pflicht, dass man den Gegenüber, die Dame, den Herrn grüßt. Ja. Und dann nimmt man einfach die Melone, nimmt sie mal mit der rechten Hand. Ja. Ach, da zieht man so den Hut. Ganz genau. Ja. Und mit meiner mache ich es oben in den Kniffen. Also man, das ist der Unterschied. Nur früher hat man es mit der Melone so gemacht. Welcher Hut heißt wie eine Frucht? Die Melone. Gecheckt. Melone, sehr lecker. Aber ich gehe mal weiter auf Entdeckungsjagd. Wow. Hier, schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Ein Frisbee-Hut. Was ist das denn? Das ist jetzt ein Chapo-Klack. Hast du gesehen? Ja, Klack habe ich gehört. Ja, Klack, bist du erschrocken, gell? Ja. Das ist ein Chapo-Klack-Zylinder. Der wurde erfunden früher für die Kutschen. Man hatte dort nicht so viel Platz. Ja. Deswegen, wow. Klasse. Früher war nach der Höhe, ja, war der Rang in der Gesellschaft. Der Arbeiter war immer der Mützenträger und der Bürgermeister war immer der mit Zylinder. Also, wenn man wer ist, trägt man Zylinder. Trägt man Zylinder. Neben Melone und Zylinder hat Andreas noch 15.000 andere Hüte in seinem Laden. Da suche ich mir doch gleich mal ein paar interessante zusammen. Wer trägt denn solche Hüte? Das tragen unsere Zwergenkönige. Zwergenkönige. Das war ein Auftrag vom Filmstudio. Macht aus einem kleinen einen großen. Ja. Und wenn, je größer man ist, macht man kleinere Hüte. Deswegen haben die Zwergen, noch mal auf, bitte. Deswegen haben die Zwergen damals so große Hüte gehabt. So. Machen wir mal einen Tausch, komm her. Kriegst du mal meine? Gab es früher echt Leute, die sowas getragen, ja, haben? Ja, aber nicht zu hoch. Nicht zu hoch. Okay. Und zwar, man musste ja irgendwo gefunden werden. Am Feld irgendwo, ja, hat man hohe Hüte gemacht. Halt, hier bin ich. Mhm. Okay. So kleine Antennen. Was ist das für ein Hut? Das ist ein Trachtenhut, den trägt man zur Tracht in Bayern. Aber der wird jetzt zum Beispiel nicht passen. Schau, du hast ein schmales Gesicht. Zum schmalen Gesicht macht man einen schmalen Rand. Zum Beispiel, ja, sowas. Schau. Und darauf achtest du auch? Ja, natürlich. Der Hut kann man mit einem Hut kann man wahnsinnig toll sich verändern. Man, ja, kann sich aber auch furchtbar verschandeln. Breit hin oder her. Ich glaube, der hier steht mir am besten. Der ist cool, den will ich. Na du, da muss ich dich leider berichtigen. Das ist ein Damenhut, und zwar ein ganz ein besonderer. Den tragen die Frauen zum Pferderennen. Der geht nach London, der ist leider schon verkauft. Was? Frauen, die mit Pferden rennen? Nein, nein, nein. Zum Pferderennen oder wenn man sich für schöne Anlässe draußen begibt. Reiche Leute, die tragen sowas. So viel ist schon mal klar. Ein Hut kann ganz viele Funktionen haben. Er kann wärmen, er kann zeigen, zu welcher Gruppe man gehört. Bayer oder Cowboy.
Oder er kann schützen. Im Urwald zum Beispiel. In vielen Berufen trägt man eine eigene, ganz spezielle Kopfbedeckung. Damit kein Haar in die Suppe fällt, trägt der Koch zum Beispiel die Kochmütze. Erfunden wurde die angeblich vor fast 300 Jahren. Damals fand ein englischer König in seiner Suppe eine Kopflaus. Und verfügte dann, jeder Koch soll ab heute eine Kochmütze tragen. Und das hier ist eine Narrenkappe. Das war auch mal eine richtige Berufsbekleidung. Kein Witz. Damals im Mittelalter gab es den Beruf des Hofnarren. Der hatte immer so eine Kappe auf, ganz bunte Kleidung an und musste den ganzen Tag lang dem König Witze erzählen. Bevor es weitergeht, habe ich noch eine Frage an euch. Na, habt ihr vorhin aufgepasst? Wie heißt der Zylinder, den man einklappen kann? A. Schapoklack, B. Klapposchap. Die Antwort erfahrt ihr wie immer am Ende der Sendung. So, das war eine Menge coole Hüte, aber ich will mir jetzt meinen ganz eigenen machen. Ich habe sogar mir hier schon was gemalt, wie der aussehen soll. Kannst du dir auch mal angucken. Warte. So sieht's aus. Oh. Ein Piraten. Das ist ein Piratenhut mit Feder. Genau. Den wirst du wirklich machen, das war schwer. Macht nichts. Mich reizt die Herausforderung. Dann lass uns loslegen. Ja. Zuerst müssen wir meinen Kopfumfang vermessen. 56,5 cm hat meiner. Dann geht es in Andreas' Werkstatt. Ein richtiger Hutmacher braucht natürlich auch eine Schürze. Also, wie geht's los mit dem Piratenhut? Ja, schau. Wir fangen zuerst an mit dem Rolling. Ja? Das ist ein Wollrolling. Der besteht ungefähr aus einem halben Wollschaf. Echt? Ja. Das, was vom Schaf abgeschoren wird, wird verarbeitet. Und so kommt er zu mir jetzt ins Haus. Oh, der ist doch eigentlich schon fertig. Fertiger Hut. Ja, könnte man meinen, gell? Aber der passt überhaupt nicht. Merkst du ja am Kopf. Ja, stimmt. Dreh ihn mal um. Okay. Und jetzt siehst du ja, wie störrisch das ist, wie sperrig das ist. Und deswegen müssen wir jetzt ins Wasser tauchen. Kann man gar nicht formen. Ja, der muss jetzt richtig formbar gemacht werden. Oh, jawohl. Sehr gut. So. So, und jetzt tauchen bitte ins Wasser. Okay, ins Wasser. Weil jetzt mit dem Wasser, das Wasser dringt jetzt ein. Okay. Richtig, jawohl, tun richtig durchdrängen. Und jetzt? Drehst du ihn um. Jetzt drehst du ihn um, steckst ihn hier rein, ich drehe. Okay. Halten du unten fest, und jetzt kommt das überschüssige Wasser, schau, unten raus. Ja. Das ist harte Handarbeit. Ja, siehst du mal, das ist reine Handarbeit. Ja. So, und jetzt wieder umdrehen. Okay. Jetzt wieder das. Ja, jetzt wieder das. Nein. Aber es geht schon viel leichter. Ah, weil jetzt ist er ja feucht. Ja, stimmt. Jetzt geht's schon besser. Bisschen jedenfalls, ja. So, und jetzt, um ihn formbar zu machen, ab in den Dampf. Ab in den Dampf. Rein da mit dir. Dass er schön formbar wird. Jawohl, und runter. Wenn er fertig ist, was passiert dann? Ja, dann ist er schön heiß. Ja. Und dann müssen wir ihn schnell über die Holzform ziehen. Und du hast ja 56,5. Ja. Also bedeutet es für mich, schau her, du brauchst einen 57er Holzkopf, okay, wo wir dann den heißen Rolling drüber ziehen. Darf ich vorstellen? Mein Holzkopf. Der hier. Nicht der. Toll, der Hut ist in dieser komischen Hutsauna und mir ist langweilig. Langweilig. Auf geht's, es muss jetzt schnell gehen. Okay. Schnell rausholen, weil nur jetzt ist er formbar. Okay. Boah, der ist aber heiß. Der ist richtig heiß. Wo? Oh, und jetzt hier rüberziehen. Jetzt rüberziehen, fest. Ah, das geht nicht, das ist zu heiß. Mann, du. Ja, oh. Komm her, ich helfe dir. Lass mich mit hinlangen. Ja, ja, ja. Schau her, oben sauber drüber. Oh. So, jetzt muss ein Abbindestück drüber, schau. Ja. Mach ich dir, weil er so heiß ist. Okay. Einfach drüber, dass er nicht mehr zurückgeht, weil er würde sofort jetzt wieder zurück wollen. Und der will wieder in seine alte Form. In seine alte Form zurück. Okay. So, den komm jetzt runter, schau. Und jetzt nimmst du das und drückst einmal die Schnur runter. Ja, das machst du. Lass mich. Das ist jetzt die sogenannte Hutschnur. Das geht mir über die Hutschnur, sagt man doch. Das geht mir über die Hutschnur, ganz genau. Fest, schnell. Okay. Schneller. Ja, 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 ich mach doch schnell. Und jetzt pass auf. Und jetzt musst du hergehen und den Rand richtig so flach arbeiten. Mehr, da haben wir auch noch was. Ja. Da sind noch Falten, das darf nicht sein. Okay. Jetzt kommt er in die Trockenkammer. Nach all dem Dampf und Wasser muss der Hut in die Trockenkammer. Dort muss er eine Nacht lang trocknen. Fertig. Nein, noch lange nicht. Immer noch nicht. Noch lange nicht. Jetzt müssen wir erst richtig schön flach bügeln. Jetzt haben wir ihn vorher auseinandergezogen und jetzt müssen wir die Wolle wieder zusammenbringen, damit, wenn du dann auch mit dem Hut nass wirst, wenn er dir mal ins Wasser fällt am Schiff, dann muss er alles aushalten. Also jetzt müssen wir die Wolle wieder zusammenbringen. Das geht mit Bügeln. Also los geht's. Okay. Bügeln, glattziehen, Falten glatt streichen, wieder bedampfen. So ein Hut macht ganz schön was mit, bevor er fertig ist.
Bis zu 3 Tage arbeitet Andreas an einem Hut. Insgesamt braucht er 80 Arbeitsschritte. Nach dem Rundschneiden wird er gestriegelt wie ein Pferd, damit er schön glänzt. Danach geht es in die Näherei, wo Andreas ein Einfassband draufnäht. So, und jetzt sind wir fertig. Jetzt ist er einmal sauber, das Einfassband rum. Super, oder? Ja, schön ist er schon. Ja, ciao. Ehrlich gesagt, das sieht nicht aus wie auf meiner Zeichnung. Wir brauchen natürlich jetzt für den Piratenhut 3 Ecken. Ja, 3 Ecken. Das war doch eine Checkerfrage. Wie macht man einen Hut mit 3 Ecken? Na? Die Ecken müssen wir jetzt erst festnähen, dass das dein Piratenhut wird. Alles klar. Hier wird genäht. Hier wird genäht. Ah ja, guck mal hier. Der kleinste Hut der Welt. Ein Fingerhut. Hast du auch selber gemacht, oder? Nein, habe ich nicht selber gemacht. So, und los geht's. Okay. Also. Machst du es selber? Ja, 3 Ecken. Ja, vielleicht musst du mir helfen, aber ich versuch's. Also, hier durchstecken. Hier durchstecken. Da kommt's. Oh, super. Gut. Klasse. Und dann von oben wieder dagegen. Und gleich wieder so. Ganz genau. Und das machst du 3-4 Mal, dass er richtig schön hält. Wie macht man einen Hut mit 3 Ecken? Man macht zuerst einen runden Hut und näht dann den Rand an 3 Seiten nach oben. Gecheckt. Jetzt schauen wir, jetzt sitzen wir auf. Mit Spitze nach vorne? Spitze nach vorne, ganz klar. Schön vorne hin. Schön tief in die Stirn. Mhm. Aber da fehlt doch noch was, oder? Ja, stimmt. Nämlich der letzte Schliff. Eine Piratenfeder und mein ganz persönliches Checker-Logo. Fertig ist der Piratenhut. Und weil er 3 Ecken hat, heißt er Dreispitz. Mein Checker-Dreispitz. Aufsetzen damit. Hammer, ey. Danke, mein Piratenhut. Bitte gern. Super. Aber der Rest passt halt gar nicht dazu, gell? Stimmt, warte mal kurz. So, aber jetzt. Arr. Jetzt sehe ich aus wie ein Pirat. Jetzt passt auch der Hut dazu. Ja, danke, ja. Super. War echt super.